Herzlich willkommen zu PinTV Folge 13. Heute mit mir, Sebastian Börner. Wir stellen euch heute die brandheiße Ignition DVD vor. Waren für euch in Hasloch skaten. Benny skatet seinen neuen Dashi Kicks 3 ein. Der Trickhead von André Lepsi auch wieder mit dabei. Also, wie schon angekündigt, der Kicks 3, den ich aber nicht so skate, wie man ihn normalerweise bekommt. Sprich, statt dem normalen Liner skate ich mit dem Sigona Liner. Muss man sagen, quetscht ein bisschen am Fuß, weil der Liner eigentlich natürlich eher so für USD-Skates gemacht ist. Ist ein bisschen eng, wenn man sich daran gewöhnt hat oder lieber mal eine halbe Schuhgröße höher kauft. Dann müsste es eigentlich ganz gut passen. Der Liner gibt sehr viel Halt und ist hier hinten schön eingeschnitten, so dass man auch viel mehr Bewegung hat und trotzdem an der Seite gestützt wird. Der Skate fährt sich sehr schön. Die Groove ein bisschen für Rails gewöhnungsbedürftig, das heißt, man sollte den Skate sehr gut einfahren, damit aus dieser Groove hier auch eine schöne Passform wird. Schaut euch einfach den Edit von unserer Session heute an und da seht ihr auch ein paar Ausschnitte von den anderen PinTV-Jungs, die auch noch mit bei der Session waren, wie zum Beispiel Patrick Diller und Andy Döner. Ich stelle euch heute die neue Ignition DVD vor, beziehungsweise es sind zwei DVDs, ein Poster. Die Movie DVD umfasst 13 Chapter mit mehreren Mix-Sections
unter anderem direkt aus dem Ignition Valley und von den Frankfurter Allstars. Marco hat leicht gebrannt, aber er hat sofort seine Stellung wieder eingenommen. Dazu gibt es noch mehrere Profiles, unter anderem von Thomas Tellmann, Leo Donhauser, Jojo Jacobi und Benny Hermanos. Die Tour-DVD umfasst insgesamt 8 Tourstops, angefangen von Stuttgart bis hoch nach Kopenhagen. Die Leute hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß und haben das sehr gut dokumentiert. Die beiden DVDs und das Poster sind für 15 Euro erhältlich und für die 100 Minuten puren Skate- und Partyspaß ist es auf jeden Fall ein sagenhafter Preis. Schaut es euch selber an, macht euch ein Bild davon und habt Spaß dabei. Das war's auch schon wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir euch unter anderem präsentieren, wie es hinter den Kulissen von PinTV aussieht. Bis dann, macht's gut.